Kommen wir zu einem Bauprojekt. Wenn es auch kein Wohnbauprojekt ist und wenn es auch noch, ja, in Stern steht, bis wann es dann wirklich stehen soll, aber zumindest ist jetzt wieder ein Schritt getan, nämlich das Thema des, ja, das langjährige Thema des Strandbads in Harte. Da ich habe es mir nochmal rausgesucht. 2011 wurde da schon drüber diskutiert, über die Dringlichkeit eines Neubaus. Dann gab es nicht zuletzt auch eines der Wahlkampfthemen der letzten Wahl, das Thema der Neugestaltung des ganzen Binnenbeckens, des Hafenbereichs, wo man dann einen Loop machen wollte. Es gab Architektenwettbewerbe, es gab Bürgerpräsentationen, es gab Bürgerinitiativen dagegen, es gab Volksabstimmungen dagegen dann oder eine. Dann wurde vor knapp 2 Jahren schon unter Ihrer Ägide praktisch, oder da wurde, zumindest wurden 9 Projektvorschläge präsentiert, so für die Öffentlichkeit. So könnte es aussehen, also als Alternative praktisch auch zu diesem Loop und dieser Komplettneugestaltung. Und vor knapp 2 Wochen war es jetzt, glaube ich, in der Gemeindevertretung ein weiterer Schritt, dass jetzt in eine konkretere Planung gegangen werden soll, dass eben auch das Ganze mit der Bevölkerung nochmal durchgegangen werden soll. Wie lange wird denn mit der Bevölkerung jetzt darüber diskutiert, bis es in Hart ein Strandbad gibt? Soll das dann nochmal 10 Jahre dauern oder ist das was, was Sie sagen, naja, das wäre schon schön, wenn das in dieser Amtszeit jetzt dann umgesetzt ist? Ja, wenn es nach mir und nach den Wünschen der Harderinnen und Harder geht, auf jeden Fall sehr, sehr rasch. Es ist eine ziemlich lange Geschichte schon. Die Gemeinde hat, oder meine Vorgänger haben nicht alles falsch gemacht. Es war strategisch richtig, das Talareal zu kaufen als Eingangstor zum Strandbad. Es war damals richtig, 2014 einen Strandbad-Wettbewerb zu machen, bei dem es ein Siegerprojekt gehabt und der Siegerarchitekt hat da einen Preis gekriegt. Ich glaub, insgesamt 70.000 Euro hat man da als Preisgeld überwiesen, sogar. Aber da hat man nichts gebaut. Verrückt. Dann ist die Planung ausgedehnt worden, auf eine Sichtweise, wie entwickelt sich Hart gesamthaft weiter und unter dem Harald Köhlmeier. Vom Grundgedanken auch nicht schlecht zum sagen, was sind die Zusammenhänge, wie entwickelt sich Hart insgesamt. Mir hat das gefallen, dass man eine ganzheitliche Betrachtung beginnt. Aber es waren halt auch Fehler dabei. Es waren das Loop-Projekt hat die Bevölkerung nicht wollen, den Durchstich hat die Bevölkerung nicht wollen und 2 Versuche, diese Schiffe ins Binnenbecken zu stellen, einmal vorne und einmal hinterum, ist klar abgelehnt worden. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, was packe ich jetzt an Einzelprojekten an, die aber zusammenhängend die Entwicklung von Hart am Wasser, aber wir haben natürlich auch das Thema Ortskernentwicklung, weiterbringen. Und da sage ich, es ist ganz klar, das Strandbad ist auf der Halbinsel, die wir alle kennen, die Baggermauer nicht weg, die Lammer. Und beim Strandbad muss ich nicht nachdenken, ob es auf die Mittelweierburg stellt, sondern Strandbad ist am See und auf der Halbinsel. Punkt. Das heißt, es ist lösbar. Wir brauchen ein neues Strandbad. Wir haben eine technische Überprüfung gemacht, die hat ergeben, dass das Strandbad technisch am Ende der Lebensdauer ist. Ja, es ist die Rutsche, die orange Rutsche, die wir alle kennen, das Plastik ist porös. Wenn das kaputt geht und der Wert einen Unfall hat, ist nicht verantwortbar. Das Becken hat sich geneigt und man hat schon ausschweißen müssen, dass auf der anderen Seite das Wasser noch aus dem Becken rausgeht, damit man dann einen Wasserkreislauf hat. Also kurzum, es ist am Ende der technischen Lebensdauer, es muss jetzt gehandelt werden. Es gibt keine Alternative. Also nichts tun ist keine Alternative. Ja, zusperren wir halt die Alternative. Da werden die Harderinnen und Harder wahrscheinlich auch wenig begeistert. Wer das verantworten möchte, okay, ja. Also man muss was tun und ich habe gesehen, wir machen jetzt einen anderen Einsatz. Wir machen keine komplette Stadtplanung, wir machen noch keinen internationalen Architektenbewerb, sondern wir fragen mal einen Strandbadbauer, da haben wir den Hagen Pohl aus dem Ötztal, der macht ganz viele Strandbäder pro Jahr, ganz normale Strandbäder, und sagen, was braucht der Strandbad? Ein Becken, Infrastruktur, Kästle, ein Klo. Was braucht der Strandbad vom Raumprogramm? Was braucht man alles und was könnte es ungefähr kosten? Und das haben wir mit allen Parteien gemeinsam besprochen und diesen Vorentwurf in Auftrag gegeben. Und den haben wir jetzt vorgelegt, zuerst dem kleinen Gremium, wo alle Parteien vertreten sind. Und die waren dann so begeistert, dass sie gesagt haben, präsentieren sie in der Gemeindevertretungssitzung, also in der großen Sitzung, und machen wir einen Grundsatzbeschluss, dass wir weiter tun. Und da haben wir das diskutiert und haben jetzt basierend auf dem Vorentwurf, machen wir jetzt eine Ausschreibung für den Planer, der es dann wirklich auch plant. Da dauert die Ausschreibung jetzt 2-3 Monate, bis wir die Ausschreibung starten. Und da wird dann im 2. Halbjahr mal konkrete Planungen beginnen.
Und bis die Planungen beginnen, möchte ich aber noch die Leute einbinden, die es wirklich betrifft, nämlich die Leute, die wirklich ins Strandbad gehen. Mhm. Ja, das heißt, wenn Strandbad im Mitte Mai aufsperrt, möchte ich im Strandbad auch so eine schöne Wand machen mit dem Vorentwurf, mit der Skizze und möchte mit den Leuten diskutieren, was ist eine gute Idee, was gefällt euch nicht so, was braucht man noch mehr, was braucht man weniger und dann alle diese Bürgerideen einfließen lassen in den Planungsprozess. Mhm. Und den dann zügig fortsetzen. Und jetzt haben wir gesehen, ungefähr so ein Budgetrahmen 10 Millionen Euro, wobei, wir haben gerade gehört, bauen wird immer teurer. aber halt, wenn man es vergleicht, wir haben eine Schule gebaut vor ein paar Jahren, neu um 40 Millionen Euro. Mhm. Wir haben jetzt eine Schule saniert um 20 Millionen Euro. Jetzt im Vergleich jetzt, oder? Mhm. Sind 10 Millionen jetzt, nur dass man es einordnen kann, eine Summe, wo man sagen, das wird ein solides, ein bodenständiges Strandbad für die Haderinnen und Hader. Und ganz wichtig auch, wenn man jetzt ein Strandbad baut, kann man es, glaube ich, energienautonom und klimaneutral machen. Mhm. Warum? Ein Strandbad ist dann offen, wenn die Sonne scheint. Mhm. Wenn die Sonne scheint, kann ich Strom aus der Sonne, Photovoltaik produzieren und ich kann auch warmes Wasser aus der Sonne produzieren. Ich habe denn, weil das Becken in Haar, das ist seit ein paar Jahren nicht mehr beheizt. Mhm. Letzten Sommer war es so, war August nicht so lässig, aber im September war es eigentlich noch recht fein. Und da haben die Kinder gesehen, boah, wir gehen gerne ins Strandbad, aber das Wasser ist so kalt. Das heißt, ich kann in Zukunft beim neuen Strandbad gewährleisten, dass wir mit Sonnenenergie auch im September noch wärmeres Wasser haben und ich kann die Saison verlängern, aber ohne, dass ich Energiekosten habe. Also kurzum, es geht darum, ein Strandbad zu planen, wo ich sage, energieautonom, klimaneutral, aber längere Öffnungszeiten, das glüht um mehr davon.